Jo Freunde, wie geht's euch? Ich bin gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Ja, es ist soweit. Der Sandra Smile Exclusive Content von Knossi als Geburtstagsgeschenke bekommen. Aber auch von Sandra Smile vielen lieben Dank an alle, die jetzt da sind. Und zwar, wir haben uns etwas Kleines für euch überlegt, nämlich machen wir einfach eine kleine Challenge. Muss nämlich natürlich auch zum Content passen. Fitness-Content natürlich vom Feinsten für euch. Das heißt, wir machen eine Plank-Challenge. Aber es wird auch ein bisschen Motivation geben. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt starten, gibt es noch einen kleinen Formcheck. Wir sind jetzt genau 7 Tage hier draußen mit wenig Essen, ein paar kleine Fischlein haben wir gehabt, ein paar Beeren, aber nichts Erwähnenswertes. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal und checken mal die Form aus. Ich bin ready. Wir melden uns übrigens live aus dem Paradies, so nennen wir das. Ja. Hier hinten, ein Stück weit hinter unserem Shelter im Wald. Ja. Es ist hier das absolute Paradies. Wir sind nur noch... Oh, fuck, hab ich abgenommen. Fuck. Bin ich noch fett. Ja, wir haben beide extrem abgenommen. Alter. Findest echt? Ja, echt. Oh, shit. Du auch. Okay. Posing-Routine. Mittlerweile kennt ihr sie. Wir starten mit Most Muscular. Most Muscular. Double Bicep Pose. Bicep Pose. Und Sispos. Und jetzt wieder Last Breath. Oh, komm mal her. Mach mal kurz mal hier echt Formcheck. Schau mal, wie krass wir abgenommen haben. Wahnsinn. Find ich auch. Scheiße. Bei mir, als würde ich jetzt auf die Bühne gehen. Ohne Spaß. Alter, ich sehe wirklich runtergekommen aus. Boah. What the fuck? Wir sehen beide so fertig aus. Nein, komm, wie gut du aussiehst. Spinnst du? Sixpack kommt raus. Alles. Aber ansonsten... Was bin ich denn, ey? Boah. Ich glaube, so definiert war ich noch nie in meinem Leben. Ey, wenn du ein Kotelett bist, bin ich eine Leberwurst. Das ist doch mal an. Boah, scheiße. Ey, neben Sascha brauchst du dich gar nicht in dem Video hinstellen. Das ist immer scheiße. Sei euch, wie es ist. Ehrlich, no joke. Sagen, die Definition ist echt wild. Es kommt halt nur... Ja, machen wir so rein. Ohne Pump, Freunde. Nichts gemacht. Also nicht vorher trainiert oder irgendwas. Boah. Ja. Ja, heftig. Heftig Blatt. Heftig Blatt. Und jetzt, kleine Challenge. Okay, what to do? Plank Challenge. Kamera nach unten. Wir gehen in Position. Okay. Und der Armstütz genannt. Was muss ich machen? Wer es länger hält. Wir gehen so auf den Boden, gehen die Zehenspitzen zusammen oder die Füße zusammen und gehen jetzt hoch. What the fuck? Nach einer Woche fast nichts fressen. Oh. Zählt schon. Zähl. Noch geht. Wo brennt's? Spürst, merkst du schon was? Überall. Überall. Echt? Komm, bleib oben. Kämpfen. Kämpfen. Oh. Oben bleiben. Oh. Noch, für euch exklusives Workout. Oh. Challenge nach 7 fucking Tagen. Oh. Bist du deppert oder was? Boah, Krampf im Bauch. No fucking excuse. No fucking excuses, ja. Oh! Ja, Baby. Oh, es geht nicht mehr. Komm. Oh, es geht nicht mehr. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Mein Herz schlägt so. Aber ich muss auch sagen, bei mir auch, da verkrampft hier der mittlere Bauchmuskel die ganze Zeit. Ja, dich mal. Ja, mach dich echt mal. Was der so wild, auch dich noch ein bisschen noch. Kaka, ja, kaka, aber kaka, wirklich. Kaka, kaka, kaka. Aber wirklich, ey. What the fuck. Unfassbar. War ich gut? Ja, war. Ja. Sei ehrlich. Ja, nee. Also, für die Umstände ja, aber eigentlich so Plank, so eine Minute ist eigentlich schon Minimum so. Ja, aber. Ja, das kann man nicht vergleichen. Wie? Ja. Woher? Ja. Ich mach nie. Ja, stimmt. Ich mach nie. Ich hoffe, deine Motivationsrede wird nicht nur mich begeistern, sondern euch alle zu Hause aus. Auch.
Ja. Seven vs. Wild, das erste Mal, wirklich, auf wirklich das erste Mal in der Staffel, dass es eine extra Folge gibt, nur Sascha eigentlich. Ich habe gesagt, Sascha, ist dein Content, er wünscht sich, dass ich hier mitmache. Wir sind doch ein Team. Ich mache alles mit. Wir sind hier auf dieser Insel ein Team. Wir teilen alles, wir essen überall die Hälfte, wir sind füreinander da, unterstützen uns und auch jetzt, das kann er nicht allein machen. Na, bin gern dabei. Ja, ich weiß, Buddy. Motivationsrede. Ich glaube, am Ende des Tages wird es... Zieh mir mal was an, wie sieht das aus? Ja. Na, das passt so. Nee, Blue bleibt so. Wie sieht das aus? Sag dir ehrlich, wenn ich mich im Fitnessstudio anmelden würde, weißt du was, gehe ich auch angezogen hin. Echt? Ja, klar, ja, das ist auch eine Thematik, die viele betrifft. Die sagen, okay, ich will gern mit dem Training anfangen, aber ich will nicht ins Fitnessstudio gehen, weil da schauen mich alle immer so komisch an. Und da geht jetzt mal eine Message an alle raus, die das machen. Wenn ihr schon lange im Fitnessstudio trainiert und glaubt, es hat was Besseres, weit gefehlt. Alle, die sich hochrappeln und aus schwierigen Lebenssituationen nochmal starten, egal ob übergewichtig oder irgendwelche oder irgendwas anderes, die haben den höchsten Respekt verdient, weil für die ist es nochmal schwerer zu beginnen. Wenn man in dem Game schon lange drin ist, wird es irgendwann Routine. Aber Respekt an jeden, der sagt, ey, ich gehe dahin, egal was alle von mir denken. Und das ist einfach das absolut Wichtigste. Also hier auch ein Shoutout an die ganze Fitness-Community. Bitte, wenn ihr jemanden seht, der erst mit dem Training anfängt, immer unterstützen. Das Gegenteil muss der Fall sein. Unterstützen, anstatt blöd anglotzen. Ganz wichtig. Das ist unfassbar wichtig, weil ich glaube, viele lassen sich da demotivieren, die nicht in der Topform sind. Das glaube ich auch. Und dann sagen... Dann noch gehänselt wurden vielleicht auch mit, ey, Fettsack und sowas. Weißt du, was ich meine? Die ein Leben lang darunter leiden vielleicht auch. Genau. Dass die sich dann echt so, weißt du, so zurückgezogen fühlen, dass die sich auch gar nicht trauen, sich vielleicht im Schwimmbad zu zeigen, sich auszuziehen und sowas. Und dann eh schon gehemmt sind in ihrem ganzen Leben. Das ist nicht schön. Sowas nicht gut. Sowas überhaupt nicht gut. Und die gehen dann auch nicht ins Fitnessstudio, weil die ja genau deswegen gehänselt wurden. Naja. Trauen sich nicht, denken, schwitzen, alles, wollen die nicht. Und das ist so ein falscher Ansatz. Deswegen auch hier, bitte. Es ist, am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass wir alle, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Und wir müssen auf uns einfach Acht geben, um eben ein langes, glückliches und erfülltes Leben führen zu können. Nicht immer ist der Körper dafür ausschlaggebend, überhaupt nicht. Das will ich auch damit nicht sagen. Aber gesunde Ernährung und einfach ein gesunder Lifestyle, wo man auch fit bleibt, spielt definitiv eine große Rolle. Es werden Endorphine beim Training ausgeschüttet, man fühlt sich besser, man lernt seinen eigenen Körper kennen, man achtet mehr auf die Ernährung. Ja, und ihr wisst, was das alles mit dem Körper und auch mit dem Geist macht. Das hängt ja alles am Ende des Tages zusammen. Jetzt haben wir mal 7 Tage nichts gegessen, sitzen hier im Paradies. Ein bisschen was haben wir gegessen. Ja, stimmt. 6 Fische, Fischcount. Ja, 6 Fische. Halt so klein und geteilt, also jeder 3 kleine kann man sagen. Also definitiv nicht nichts. Und ein paar Beeren. Beeren auch, ja. Sonst? Eine Alge? Eine Alge haben wir noch reingepfiffen. Ja. Und das war's. Das war's. Aber man schätzt halt wieder extrem... Die Ernährung, wie wichtig die eigentlich für den Körper ist. Wir haben jetzt noch einen kleinen Kaffee getrunken, als Booster einfach reingeschallert. Und wir haben getanzt, gejubelt, gefeiert und sieht man halt schön, was die Ernährung auch mit einem macht. Demnach, Fitness, Ernährung gehört alles zusammen. Und ich glaube, wenn wir jetzt da schon 7 Tage so eine unfassbare Erfahrung machen, müsst ihr euch vorstellen, wir leben 30.000 Tage hier auf dieser Erde im Schnitt. Das sind, glaube ich, ungefähr 80 Jahre. 30.000 Tage. Und wenn wir jetzt uns mal überlegen, wie viele Tage davon haben wir bereits gelebt? Wie viele Tage sind schon vorbei? Zigtausende sind schon vorbei. Also sind wir vielleicht bei 20.000 nur noch. Und dann gehen wir aber auch vom Best Case aus. Also dass wir im Durchschnitt auch sterben. Nicht vorher irgendwann, Autounfall, dies, das. Und da merkt man halt irgendwann sehr schnell, boah, scheiße, das Leben ist so lebenswert. Und wir vergessen es halt in dieser hektischen Welt. Und haben auch wir schon oft gequatscht jetzt hier die Tage. Wir leben das Leben von einem Termin, jagen wir zum nächsten. Es ist der Kredit zurückzubezahlen, Miete ist zu zahlen, das ist zu zahlen. Irgendwo Essen, alles ist so teuer geworden. Natürlich, es bleibt uns Menschen oft gar nicht anders übrig, als einfach weiterzumachen, weil wir eben Rechnungen zahlen müssen und alles. Aber ich glaube, bewusst sich Zeit zu nehmen und nochmal zu reflektieren, scheiße, wie will ich mein Leben gestalten, das ist so unfassbar wichtig. Ich weiß, ihr werdet es öfter mal wo hören. Man hört es ja immer wieder, ja. Aber es kann einfach nicht oft genug gesagt werden, dass der Tag nur 24 Stunden hat, für 30.000 Tage leben und dann für immer von diesem Planeten, ja, oder wo auch immer dann hinkommen.
Und das ist halt krass. Ich meine, wir leben jetzt hier auf dieser Erdkugel und schweben durchs Universum, surfen durchs Universum auf dieser Kugel. Es sind so viele Wunder jeden Tag und wir müssen auf die kleinen Wunder wieder mehr Acht geben. Wie bei uns der Kaffee heute. Es war so ein Wunder, wir haben das durchgespült, wir haben den eine halbe Stunde bewusst getrunken. Zum Geburtstag, heute ist ja auch mein Geburtstag, hat Knossel auch mir noch geschenkt, so Minzezucker, so ganz kleine. Wir haben das drin, lutschen das, schauen uns in die Augen und denken einfach, wie dankbar wir sind. Hier merkt man auch vor allem in so einer Situation, dass man gar nicht so viel braucht im Leben. Diese ganzen Luxussachen und sowas, das ist jetzt nichts, was... Wir brauchen das gerade gar nicht. Das geht da gar nicht ab, gell? Hier weiß man überhaupt erst zu schätzen, was das alles bedeutet. Das habe ich schon in der letzten Staffel gemerkt. Zu Hause, wenn ich dann den Kühlschrank aufmache, was das alles bedeutet, das zu haben. So was für viele, was ganz normal selbstverständlich ist, aber das ist für uns auch so ein bisschen Therapie. Gerade für so Leute wie uns beide, die aus so einem rasanten Leben kommen. Wir kommen von einer Überholspur und fahren direkt am Parkplatz raus, 2 Wochen stehen da. Ja. Weil so ist das gerade hier. Ja. Da wird einem erstmal bewusst, wie das ist und was man sich an kleinen Sachen erfreut. Ich wollte mich nicht einmischen, Entschuldigung. Na bitte, freue mich, wenn du was zu sagst. Wirklich. Ja, genau so ist es am Ende des Tages. Die kleinen Dinge im Leben, die zählen, sind eigentlich die großen. Oftmals auch die Dinge, die keinen materiellen Wert haben. Ja. Wie zum Beispiel Freundschaft. Wie zum Beispiel Liebe, Familie, Freunde. Wir denken jetzt hier die ganze Zeit, wenn wir jetzt mal reflektieren, nur an unsere Familie, Freunde quatschen wir und lecker essen gehen. Mhm. Und das gemeinsam mit der Familie zu erleben, ist 1000-mal mehr wert als jedes Auto da draußen, als jede Uhr. Scheiß auf das, haben wir noch kein einziges Mal vermisst. Kein einziges Mal haben wir das gedacht an irgendwas. Nee. Luxusgut, wie du sagst. Überhaupt nicht, nee. Scheißegal. Wir haben uns auch darüber unterhalten, wie wichtig ist eigentlich jetzt so wirklich so ein teures Auto zu fahren. Das ist völlig uninteressant. Das ist völlig uninteressant. Ja. Es ist so scheißegal. Ja gut, wenn sich jemand leisten kann und das jemandem Freude macht, ist ja auch alles gut. Will ich da jetzt keinen Apostel spielen, aber am Ende des Tages, es ist eigentlich komplett, es macht nicht glücklich. Glücklich ist, also sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Ist so ein bisschen so ein Motto, was viele haben. Die sagen, ja, jeden Tag wertschätzen, was man hat, aber trotzdem an was arbeiten, weil auch das braucht der Mensch. Immer wieder, jeder Mensch, Stillstand ist ja auch nichts für einen Menschen. Ich glaube, das Wichtige ist halt zu wissen, an was man arbeitet. Und wenn wir jetzt schon hier auf dem Fitnesskanal sind, dann kann ich glaube ich auch mit vollster Überzeugung behaupten, dass Sport, gesunde Ernährung einen großen Teil dazu beitragen, dass man halt irgendwo ein gesundes Leben führt, ein langes Leben führen kann. Und das ist auch was Schönes. Und wenn man sich komplett vergisst und seinen eigenen Körper und nicht mehr auf seinen eigenen Körper hört, geht es halt vielen schlecht. Ja, bin ich auch so einer. Ja. Ich bin genau so einer, die du ansprichst. Krass. Ich esse nicht gesund, also ich achte nicht wirklich viel drauf. Ich rauche viel. Denkst du manchmal so, Rauchen aufzuhören, hast du das schon mal probiert? Ja, oder? Ich habe manchmal so Träume, so, wo ich denke, es geht nicht mehr, ich sterbe sonst daran und so. Ja. Ich habe schon einige Sachen versucht. Aber ich habe das Problem, dass es mir so schmeckt und so durch diese stressige Zeit hilft. Ja. Extrem durch diese Zeit hilft. Ja. Es ist immer mein Cool-Down-Moment. Jeden Tag bei den Sachen, die ich mache. Egal, ob ich am Flughafen ankomme, kurz Cool-Down. Ja, das Cool-Downs, das sind so extreme... Kurz mal durchatmen. Du sitzt im Restaurant, denkst mal, so als ganzen Trubel mal rausgehen. Und ich mag es einfach, wenn mir der Rauch aus der Nase kommt. Dieser Geschmack, dieser Geruch. Die Leute sagen immer, schmeckt dir Rauchen? Nein, aber mir schmeckt es. Was soll ich machen, Sascha? Das kann ich absolut nachvollziehen. Es gibt auch Good Times. Es gibt ja Quality Time im Leben. Nimmt aber hinten raus dafür Lebenszeit weg. Viel. Und das muss man halt irgendwo mal abwägen, ob es das wert ist. Weil irgendwann Familie, irgendwann, ja. Aber ich sage immer so, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich finde es auch nicht gut, da jemanden zu verurteilen. Weil wenn es einem wert ist, ist es einem wert. Und was ist da falsch dran? Ich glaube, jeder hat so seinen Laster am Ende des Tages und ist auch gut so. Ist ja nichts Schlimmes dran. Das ist zwar als Fitness-YouTuber immer so ein Ding, kann man das sagen. Aber ich finde, ja, ich gönne mir auch mal ein Bierchen. Gönne mir auch mal dies, das. Wieso? Weil das Leben auch gelebt gehört, finde ich. Ja, jeder kann es machen, wie er will. Aber ich finde, das Leben gehört auch gelebt. Und ein Genussmensch zu sein, ist ja was Schönes, wenn man das bewusst macht. Wenn man sich daran erfreuen kann. Schlimm wird es dann, wenn es halt wirklich zum Beispiel zu einer Fresssucht wird. Ja, und man einfach essen muss und schon 170 Kilo auf der Waage hat. Und jedes Kilogramm Körpergewicht, da gibt es eine große Meta-Analyse, lässt dich früher sterben. Das ist wissenschaftlich einfach Fakt. Und
da muss man auch wieder abwägen. Okay, Essen, ich finde Essen so nice. Ich finde es auch richtig schlimm, wenn im Fitnessgame alle sich immer so einschränken und jetzt, ja, nur noch das essen, nur noch das essen. Das ist kein langfristiges Ziel in meinen Augen, sondern es muss schmecken. Man muss auch noch leben können, genießen können. Und trotzdem kann man sein Ziel erreichen. Und das will ich auch immer hier vermitteln. Das lässt sich beides vereinen. Sport, lecker essen, keine Einschränkungen, trotzdem ein glückliches Leben und trotzdem einen super fitten Körper vor allem haben. Das Äußere kommt von selbst, vom Körper her, das ist unwichtig. Oder ja, auch wichtig, aber viel wichtiger ist doch, dass man sich im eigenen Körper wohlfühlt. Und alle die sich im eigenen Körper wohlfühlen, ist ja auch gut so. Aber es ist sicher nichts falsch daran, trotzdem daran zu arbeiten, damit man länger gesund bleibt. Weil irgendwann fühlt man sich nicht mehr wohl, wenn die ersten Rückenschmerzen kommen, weil man übergewichtig ist oder die ersten Gelenksprobleme oder weil man nicht mehr mithalten kann irgendwo, weil der Atem weglässt. Dann fühlt man sich einfach meistens nicht mehr so gut. Und dann ist halt Zeit, auch was zu ändern, spätestens dann. Ja, und jetzt sind wir hier. Wir haben jetzt hier nur eine Woche erlebt. Insgesamt sind wir 14 Tage hier. Und wir sagen immer wieder, der Tag vergeht so schnell. Ja, ist unglaublich. Jetzt ist schon wieder, die Lebenszeit verfliegt doch, oder? Ja. Scheiße. Weißt du, was ich da für eine Regel habe? Überleg mal. Ich sag dir mal meine Lebensweisheit, also meine Lebensregel, die mich natürlich aber auch, die ist jetzt, darum lebe ich so. Überlege dir, wie lang du tot bist und wie kurz das Leben auf dieser Zeitliste, nur Zeitline von dir ist. Da weißt du, wie du zu leben hast. Ja. Es ist kurz und intensiv. Überleg mal, wie lang der Zeitstrahl des Todes ist. Unfassbar. Und wie kurz du nur hier bist. Ja. Und wie lang alle schon da waren. Ja. Millionen von Jahren. Und du bist nicht mal ein Augenzwinkern hier. Ja. Nicht mal ein Augenzwinkern für die Erde. Wenn du weißt, wie lang du tot bist, dann weißt du, wie du zu leben hast. Das ist nämlich ein schönes Statement. Das ist nämlich ein schönes Statement. Deswegen. Das Leben bewusst genießen. Jeden Moment, das haben wir hier gelernt, nochmal. Panama auch schon. Jeden Moment bewusst genießen. Nicht immer in der Vergangenheit leben, was war. Scheißegal, was war, das ist für immer vorbei. Auch das Wort, das ich gerade gesprochen habe, für immer verloren. Für immer Vergangenheit. Und was in Zukunft kommt, das können wir jetzt in der Gegenwart beeinflussen. Wir gestalten jetzt unsere Zukunft. Demnach gilt es einfach nur, jetzt im Moment das Leben in vollsten Zügen genießen. Und gleichzeitig glaube ich, eine Kombination zu finden aus Genuss und was für sich selbst zu tun. Weil wenn man immer nur Genuss macht, schätzt man es erstens irgendwann nicht mehr, wenn man sich immer gönnt. Man kann ja sagen, ja, ich gönne mir immer Pizza. Weil am Ende des Tages ist es für mich ein Genuss und das ist mir wert. Okay, wenn es einem so ist, verstehe ich und kann man auch so argumentieren. Ich finde halt, okay, schätzt du es aber wirklich, wenn du immer Pizza isst, isst du nicht irgendwann so, ja, genug, hängst du beim Hals raus und denkst, da ja, ist nichts Besonderes mehr. Und der eine, der sich nur hin und wieder gönnt oder auch nur jeden dritten Tag, der schätzt jedes Mal wieder Pizza rein, Salami, keine Ahnung, Pfefferoni drauf, genießt's richtig. Ich glaube, der Mensch braucht auch diese Abwechslung zwischen Genuss und dann aber auch wieder mal harte Arbeit. Hart für was arbeiten, Ziel haben. Wir Menschen haben uns weiterentwickelt im Laufe der Zeit, weil es in uns drin ist, Sachen zu erreichen, Ziele zu erreichen. Es macht uns glücklich. Nicht umsonst werden beim Training Endorphine, also Glückshormone, ausgeschüttet. Wo man sagt, boah, danach habt ihr schon mal, ihr seid laufen gegangen oder echt mal Sport durchgezogen oder in der Arbeit irgendwas Heftiges geschafft, irgendwas, dann fühlt man sich danach immer so, boah, echt gemacht. Obwohl man vor sich denkt, boah, so viel Arbeit anstrengend. Und trotzdem hat man dann ein geiles Gefühl. Es liegt in uns Menschen drin. Deswegen sage ich immer, eine Kombination aus beiden ist meiner Meinung nach die goldene Mitte, das Gesündeste, was man da draußen machen kann und eben auch das Schönste im Leben. Sehe ich so. Wenn jetzt da draußen Leute sind, die kommen von Seven Worlds Wild Kanal hier rüber auf deinen, die sagen, oh, der spricht genau mich an, so wie ich. Wie sollen die jetzt starten? Die sagen jetzt, okay, ich bin jetzt bereit für ein besseres Leben, ich möchte gerne runter von den Kilos, ich möchte mich gerne ein bisschen fitter fühlen. Was sind die ersten Schritte? Ich wüsste gar nicht, wie ich anfange. Das war jetzt eigentlich nicht geplant in diesem Sinne, aber ich hau's jetzt einfach raus. Jetzt sind wir vor ein paar Jahren hergegangen und haben gesagt, okay, wir machen's. Und das ist mein absolutes Herzensprojekt. Seit Jahren im Geheimen bin ich da mit einem großen, großen Team dran. Jetzt kann ich's ja auch leaken, deswegen ja auch hier, Wahnsinn, so ein kleines Easter Egg, Gymkey. Und auch hinten extra, richtig stolz noch reingenäht davor. Die Fitnessrevolution trägt einen Namen.
GymKey. Eine App, die alles bietet, was du brauchst, um dein Fitnessziel zu erreichen. Die beliebtesten Fitness-Influencer, Profiathleten und hochkarätigsten Experten aus der Sport-, Fitness- und Ernährungswelt vereint in einer App. Egal ob Gym oder Homeworkout, egal ob du noch Einsteiger oder bereits Profi bist, dein Creator erstellt dir maßgeschneiderte Inhalte. Du erhältst einen auf dich individualisierten Trainingsplan, der auf deine Voraussetzungen und Wünsche abgestimmt ist und alle paar Wochen neu für dich angepasst wird. Dir wird ebenso mit Hilfe des Kalorienrechners deine ideale Makronährstoffverteilung berechnet und deine Ernährungsempfehlungen aus dem Pool mit hunderten Rezepten ausgespielt. Unser Kalorientracker mit Barcode-Scanner sorgt dafür, dass du deine Kalorienaufnahme immer genau im Blick hast und somit Struktur in deine Essgewohnheiten integrieren kannst. Du kannst dein Gewicht im Tagebuch festhalten und Progress-Fotos hochladen, um deine Fortschritte zu dokumentieren und zu analysieren. Du behältst stets den Überblick und kannst deinen Fortschritt einfach verfolgen. Es gibt keine Ausreden mehr. GymKey, die letzte Fitness-App, die du brauchen wirst. Wir schalten euch jetzt einen einmaligen Neujahrs- und Loge-Rabatt raus. Nämlich gibt's jetzt 33% Rabatt mit dem Code GymKey. Das sind wir mit einem Zugang zu allen Premium-Funktionen und einem Zugang zu allen Experten und Coaches im Jahresabo bei monatlich nur 8,33 €. Den Rabattcode könnt ihr nur über gymkey.com oder auf den Landingpages der Creator einlösen. Dieses Jahr, Freunde, gibt's no fucking excuses. Viel Erfolg und alles Gute! Merkt, wie sehr du es liebst. Ach. Man merkt es. Ich weiß schon, dass Sascha mir vor Monaten erzählt hat, ich habe Calls, bin da an was dran, ich liebe das, ich muss, meine ganze Zeit stecke ich da rein. Man merkt es, wie viel Leidenschaft von dir in dem Projekt steckt. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, mit viel Erfolg. Ich lade es mir runter und ich hoffe, ihr ladet es euch auch runter. Das ist mein Herzensprojekt, weil genauso Menschen wie du, hey, da gibt es so viele Infos, ich finde mich nicht mehr zurecht. Wie kann ich einfach anfangen? Zu viel, ja. Ja. Man wird erschlagen. Mir wird permanent irgendwo vorgeschlagen bei Instagram, kauf meinen Kurs für 3.000 Euro. Ja, so ein Schwachsinn. Das wird mir vorgeschlagen. Ja, und genau das haben wir... Ich war kurz davor. Und genau das haben wir gelöst. Überleg mal, am 31. Geburtstag kriegt ihr das Video hier geschenkt zum Geburtstag und du verrätst dein ganzes Herzensprojekt. Boah. Ihr seid noch mitten in der Planung. Du haust es jetzt hier raus. Das wird schon. Ich drücke dir die Daumen. Mit GymKey. Ich bin fest davon überzeugt, dass das genau das ist, auf worauf die alle gewartet haben. Alle die Leute, die wollen was Individuelles für sich selbst, die laden es runter und haben eine All-in-One-App. Ich habe alles verstanden. Das ist genau das und ich glaube, das wird einschlagen. Boah, danke. Das wird funktionieren. Boah, denk die ganze Zeit. Wird? Wird, muss werden. Jetzt werden wir uns dann noch ein bisschen weitermachen hier im Paradies. Wir müssen hier noch Länder erkunden. Mhm. Ja, wir müssen ein paar Bären uns holen. Ah, ein bisschen Zucker, kurzkettige Kohlenhydrate. Wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Energie. Ja, und dann machen wir einfach weiter. Wir haben schon gesagt, am einfachsten wäre natürlich auch gewesen, ein bisschen Booster rein in die Flasche. Ja, ey, wirklich. Weil der Wasserfilter völlig unnötig mitgenommen. Ja. Der ist sofort verstopft. So ein großer Wasserfilter in der Flasche. Hätte man dafür lieber ein bisschen von deinem Booster mitgenommen. Ja. Der wäre wirklich top gewesen. Proteinpulver. Ja. Ja, auch da natürlich, gell, muss ich auch mal Danke sagen an die ganze Fitness-Community, dass hier ja, Process so fühlt. Also Europas Marktführer für Sportnahrung, habe noch nie meinen Sponsor gewechselt, aus vollster Überzeugung. Auch vielen Dank auch dafür eure Unterstützung mit dem Code Sascha 10. Ja, das war's jetzt. Jetzt heißt es einfach hier weiter durchziehen. Die Hälfte ist geschafft, aber es ist halt schon heftig, wie krass wir abgenommen haben. Unfassbar. Siehst immer noch gut aus. Ja, du auch. Nee. Doch. Ich habe noch nie gut ausgesehen. Doch. Ich finde, du schaust genauso, wie du aussiehst, passt perfekt zu dir. Bei mir kommt Schönheit von innen. Ja, ja, echt. Das ist so. Aber irgendwann die Königstransformation, wer will. Irgendwann machen wir das. Die Königstransformation. Irgendwann machen wir das. Stell dir vor, vorher, nachher mit Sixpack. Richtig krass Bizeps. Wenn ich anspanne, dann platzt die Krone auf meinem Kopf. Bam! Ach, das wär's. Naja, dann vielen Dank. Sand vs. Wild Exclusive Content, Challenge, Motivation, Formcheck und danke auch für euren Support an dieser Stelle. Macht es gut, wir sind draußen. Haut rein. Happy Birthday, Sascha. Ach, 31. Geburtstag, so erlebt. Das werde ich nie vergessen. Wir danken euch allen fürs Zuschauen, aber auch für euren Support in jeder Hinsicht. Seven in the Wilds. Es geht weiter. Tschüss.
Du bist in der Endcard drinne. Doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, yeah. Mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen.